Es ist 11. September, 18 Uhr. Im Gespräch mit Rechtsanwalt Rainer Füllmich vom Corona-Ausschuss. Was war heute wichtig im Corona-Ausschuss? Es ging um den 29. August, um die Querdenken-Versammlungen. Es ging um die Polizeieinsätze. Was war heute brisant und wichtig im Ausschuss? Für mich entscheidend war, angesichts der Tatsache, dass ich ja selbst dabei gewesen bin, bei der Demo, die erste meines Lebens übrigens, war das bestätigt zu bekommen von halboffizieller Seite. Da war ein ehemaliger Polizeibeamter dabei, der ist jetzt Wissenschaftler, Kriminologe, bestätigt zu bekommen, was ich da schon gesehen habe. Nämlich, dass offensichtlich von Anfang an seitens der Berliner Verwaltung, seitens des Senats, seitens der Polizei, die offenbar unter Druck gesetzt wurde, beabsichtigt war, die Demonstration aufzulösen. Also nicht nur den Zug, der aufgelöst wurde, weil nicht genügend Anwälte von uns da waren, sondern auch hinten die Veranstaltung, wo die Reden stattgefunden haben. Es war also so, dass das, was wir schon von Insidern wussten, wir bekommen ja über den Corona-Ausschuss auch Informationen von innerhalb der Polizei, was wir da schon erfahren haben, aber noch nicht zu Ende verifizieren konnten, das werden wir noch schaffen. Es ist so, dass ganz offensichtlich auch nach dem Eindruck von Fachleuten von Anfang an beabsichtigt war, uns so weit zu provozieren und den Zug so weit zu provozieren, in eine Lage zu bringen, dass die Polizei in der Lage sein würde, uns aufzulösen. Das heißt, die Vorgaben der Justiz, die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts und Oberverwaltungsgerichts sollten unterlaufen werden von der Verwaltung. Und dafür habt ihr einen Augenzeugen, der das bestätigt hat? Wir haben einen ehemaligen Polizeibeamten, Herr Oberndorfer, der inzwischen, wie gesagt, Kriminologe ist. Der ist nicht etwa aus seinem Job geflogen, sondern hat sich da verabschiedet, weil er eben eine andere Karriere einschlagen wollte. Jetzt ist er Wissenschaftler. Und der hat uns en Detail geschildert, wie er praktisch die gesamte Veranstaltung abgeschritten ist und dabei auch mit den ehemaligen Kollegen gesprochen hat. Und er hat das bestätigt, was uns auch schon jemand als Insider vorher gesagt hatte, dass alles dafür spricht, dass die Berliner Polizei, nicht die anderen, aber die Berliner Polizei versucht hat, die Justiz zu unterlaufen. Ich habe es ja selber hinter der Haupttribüne erlebt, wie da versucht wurde, uns zu provozieren. Teilweise aber auch von Leuten, von Polizeibeamten, die ganz offensichtlich ein schlechtes Gewissen hatten. Also in Klasse fanden die das nicht. Die Verantwortlichen, die müssen wir dafür packen. Die politisch Verantwortlichen. Was wäre jetzt eine entscheidende Frage an die Polizei, wenn ihr jetzt die Polizeipräsidentin im Ausschuss hättet oder eine andere Führungsfigur, die für diesen Einsatz leitend verantwortlich war? Was würdet ihr die fragen? Was waren die Anweisungen seitens der Polizei betreffend diese Demonstration? Wie sollte da verfahren werden? Ist es tatsächlich so, dass das, was wir gesehen haben, was ich erlebt habe und uns heute auch bestätigt worden ist, korrekt ist, dass die Polizei unter Druck gesetzt wurde, die politischen Interessen der Akteure, hier also des Innensenators, durchzusetzen? Also das wäre die Fragestellung Richtung Polizei, mit der man jetzt mal die andere Seite anhören müsste. So ist es. Habt ihr die Polizei Berlin eingeladen? Bisher nicht, aber das werden wir jetzt noch machen. Es ist ja sehr schwierig, mit einem Einzelnen, auch mit einem leitenden Polizeibeamten zu reden. Der muss ja erstmal eine Aussagegenehmigung bekommen von seiner eigenen Behördenleitung, damit er überhaupt was erzählen kann. Das ist, würde ich mal sagen, ähnlich wie bei Zeugenaussagen. Die dürfen nichts sagen, wenn sie nicht offiziell eine Genehmigung bekommen. Okay, also das heißt, die Aufarbeitung des Wochenendes geht noch weiter. Oh ja, gerade heute hat sich gezeigt, dass da noch viel Arbeit zu tun ist. Dann auch Rechercheansätze für uns Journalisten, noch genug vorhanden? Das würde ich meinen, mehr als genug. Das ist also, da haben sich ein paar Leute ziemlich aufgeregt, auch Ralf Ludwig, einer der Anwälte, der hinter der Tribüne versucht hat, dafür zu sorgen, dass die Vorgaben, die die Polizei gesetzt hat und die offensichtlich darauf ausgelegt waren, eine Aufhebungsmöglichkeit zu geben, der wirklich geradezu verzweifelt darum bemüht war, diese Vorgaben umzusetzen, also Abstand, Einhaltung. Da wurde einer der Kollegen, Dirk Sattelmeier, nach unten geschickt, der musste dann sozusagen als Ordner auftreten. Der Ralf Ludwig hat uns das auch nochmal bestätigt, was ich nur aus eigener Anschauung zwar aus der Nähe gesehen habe, aber im Detail nicht wusste. Also es ist ganz offensichtlich, dass hier massiv die Verwaltung, also die Exekutive, versucht hat, die Judikative außer Kraft zu setzen.
vielen Dank für diesen Einblick in den Ausschuss und Rückblick auf den 29.08. Und wir können nur jedem empfehlen, den Corona-Ausschuss im Internet anzuschauen. Die Sitzungen werden gestreamt und sie sind auch auf der Corona-Ausschuss-Internetseite im Nachhinein anschaubar. So ist es. Dankeschön. Vielen Dank.